So, herzlich willkommen. Ich und der Matthias, wir haben uns gedacht, dass wir einfach mal einen kleinen Podcast aufnehmen, um mit euch zusammen oder auch unter uns einfach mal ein paar Spielethemen besprechen. Das wollen wir jetzt halbwegs regelmäßig machen. Bedeutet, dass wir uns hier alle 1, 2 Wochen treffen, immer nach Absprache, wann es gerade neue Themen gibt. Bevor wir damit jetzt allerdings genau anfangen, wollen wir uns erstmal vorstellen und ja, hallo Matthias. Hallo Steven, ja, mein Name habt ihr ja gehört. Ich bin unterwegs auf der Xbox One-Seite unter dem Namen Ex of Dago. Vorwiegend morgens poste ich die News und bin dabei seit circa, ja, kurz nach dem Release der Xbox One unterstütze ich den Steven auf der Seite. Grob gesagt. Genau, richtig. Ja, ich habe das vorher schon ein bisschen länger gemacht. Ich glaube, ich habe ja, mit dem Zeitpunkt angefangen, als die neue Xbox angekündigt wurde. Okay. Schon sehr lange her, schon sehr lange her. Ja, das ist wirklich schon ein wenig her. Ja. Ja, So. wobei ich ja auch sagen muss, dass ich ja mal mehr, mal weniger mache. Ne? Aber okay. Soweit es halt nun mal geht. Ja. So ist das. Mache ich ja eigentlich auch nicht anders. Bei mir gibt es nur etwas mehr Zeit. Das ist wohl wahr. Na gut. Ja, diese Woche ist ziemlich viel Neues angekündigt worden. Ne? Wir haben ja gerade die GDC, die Games Developer Conference. Ist das jetzt richtig ausgesprochen? Ich hoffe es mal. Und Ja, so in etwa. ja. Heute wurde ein neues Wolfenstein angekündigt. Die News hast du gepostet, ne? Was hast du bisher darüber gelesen? Gelesen, ehrlich gesagt, noch nicht viel mehr als das, was ich in den News geschrieben habe, weil die Pressemitteilung, in der das halt vorkam, auch relativ kurz gehalten war. War sehr überraschend. Ich meine, heutzutage, wie ich es auch geschrieben habe, wird ja sehr viel geleakt eigentlich. Und das ist doch eine große Überraschung, dass dann auf einmal ein Spiel auftaucht, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, ja gut, letzte Wolfenstein ist jetzt erst vor einem Jahr rausgekommen, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es ein toller Titel werden wird, zumindest für Shooter-Fans, die auf Singleplayer stehen. Ich habe gesehen, dass die auch schon so einen kleinen Trailer quasi veröffentlicht haben, ne? Vollkommen Und richtig. ja, und was sagst du zu der Technik? Zu Oldschool oder völlig im Reinen? Weil es ist ja eigentlich jetzt ein reiner Next-Gen-Titel, ne? Ja, Next Gen ja, aber ich glaube, der ist absichtlich so ein bisschen trashig gehalten. Also die Engine ist natürlich dieselbe wie The New Order und passt einfach, finde ich persönlich, perfekt zu Wolfenstein. Okay, ist das jetzt kein CryEngine oder wie heißt sie noch? Ich komme gerade nicht drauf. Unreal Engine oder sonstige High-Res Engines, aber es passt einfach. Es wirkt perfekt. Okay. Persönlich finde ich jetzt so. Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Wolfenstein-Fan, aber es ist ja sowieso schon allgemein in der Community verbreitet, dass ich mich sehr schwierig tue mit Ego-Shootern. Von daher schauen wir mal. Ich denke, der neue Teil ist dann wahrscheinlich auch eher was für dich. Vielleicht testest Ja, du den ja. ich würde nicht Nein sagen, sagen wir mal so. Also ich bin schon ein großer Ja, ich Wolfenstein-Fan. würde auch Also ich nicht habe Nein schon. sagen, ihn abzugeben. Also von daher sind wir uns Würde da das schon schon mal auch passen. einig. Perfekt. Ja. Ja, Ja. aber wie gesagt, Wolfenstein ist für mich einfach so eine Marke, die hat mich durch bis jetzt durch mein Leben, also meinen 30 Jahren halt durchgezogen. Ich habe das erste Wolfenstein damals gespielt. Ich habe die Folgeteile gespielt. Von New Order war das, glaube ich, Enemy Territory, was da zuletzt rauskam, wenn ich mich recht erinnere. Von Wolfenstein, die habe ich auch alle gespielt und ich war hellauf begeistert von The New Order, wobei ich anfangs etwas skeptisch war, als ich ja nicht mal das Originalstudio war. Aber ich wurde einfach überrascht, also mir hat es richtig Laune gemacht. Und vor allen Dingen ist Wolfenstein halt nicht wirklich ernst zu nehmen, das ist halt einfach ein Trash, kann man einfach sagen, ne? Wie ein trashiger Film, so ein B-Movie quasi. Und das hat einfach Stil, das mag ich ganz gerne eigentlich. Klar, wurde ja auch damals von vielen Kollegen sehr gut bewertet. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen Wolfenstein zu, gehen zum nächsten Thema, weil auch Microsoft war ja ganz schön fleißig. Oh ja. 50 neue ID@Xbox-Titel. Naja, gut, fleißig. Das sind viele andere Studios, aber Microsoft macht ja quasi immer die Aufsicht, dass das Ganze dann am Ende auch eine gewisse Qualität hat. Gefällt dir irgendwas davon? Oder sagst du, ja, skeptisch? Ja, es sind Indie-Titel, sag ich mal, ne? Also, da ist sehr viel Retro-Kram bei, also für wirklich Hardcore-Retro-Fans, so mit viel mit Pixel-Grafik und Oldschool-Stilmittel.
wird bestimmt den einen oder anderen finden, den es gefällt. Aber für mich persönlich, also ich habe es mir tatsächlich angetan, alle 50 Videos heute anzuschauen. Und also für mich persönlich waren da so 3 bis 4 Perlen dabei, wo ich denke, ja, das könnte mir gefallen. Unter anderem beispielsweise das Smite. Ich meine, das ist ja jetzt schon länger angekündigt, dass es kommen wird, dieses 3D-MOBA für die Xbox One, was ja schon aktuell auf dem PC läuft. Dann war da Fortnite oder irgendwie so ähnlich heißt das. Das ist ein Koop-Shooter, ähnlich wie der Horde-Modus aus Gears of War, auch im Third-Person-Look. Halt nur Comic-lastig gehalten, ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Fand ich sehr interessant. Und da komme ich jetzt gerade auf den Titel nicht, also auf den Namen gerade nicht, aber da gab es noch so eine Art Mario Kart, halt nur im Science-Fiction. Das fand ich auch sehr interessant. Aber ansonsten, für mich persönlich waren es jetzt nicht so viele Highlights. Ja, in die Titel halt. Ich denke auch, dass der Spielegeschmack da stark auseinandergeht. Ich persönlich habe mir die Trailer jetzt leider noch nicht angeschaut. Das werde ich heute noch machen. Ich habe heute leider einen stark limitierten Zeitplan. Bedeutet, ich werde vielleicht beim nächsten Mal noch was dazu sagen. Aber ihr habt ja jetzt schon mal von Matthias gehört, was ihr euch eventuell anschauen solltet. Uns interessiert natürlich auch, was ihr darüber denkt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ne? Also wir sind immer interessiert daran, dass ihr euch auch beteiligt. Gut. Oh, ja, das hat mich ja schockiert. Das Downgrade von The Division. Also, warst du auch so schockiert wie ich? Es sieht schlimm aus. Ja, schockiert würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, die Entwickler haben ja mehr oder weniger in der Stellungnahme direkt gesagt, hey, Moment mal Leute, das ist eine Server-Test-Umgebung quasi. Wir testen mit dem Spiel unsere Server aus. Wir haben absichtlich die Grafik etwas runtergedreht und nehmt euch das nicht zu Herzen, so nach dem Motto, das ist nicht das richtige Spiel von der Optik her, aber wenn es tatsächlich, ich meine, man kennt Ubisoft redet ja gerne schon mal um heißen Brei rum, wenn das tatsächlich so aussehen wird, dann wäre ich schon ein wenig enttäuscht. Genau damit sagst du nämlich etwas, was mir quasi auf der Seele brennt. Ne? Wir hatten das ganze Thema ja eigentlich schon mal. Also Watch Dogs. Ich weiß nicht, hast du Watch Dogs mal gespielt? Ausgiebig bis zum Ende. Ja, so. Da hatten wir ja auch, also die erste Demo, ne? Ich saß vor dem Fernseher mit offenem Mund und dachte mir, boah, sieht das gut aus. Und am Ende sah das, naja, schlicht gesagt, noch nicht mal halb so gut aus. Wurde halt kräftig runtergedrosselt. Auch dort hat man bis zum Ende quasi gesagt, hier ist nicht so schlimm, wir haben da nicht so viel gemacht und so. Und hat die Leute quasi verarscht. Und ich finde irgendwie, das wirkt auf mich jetzt irgendwie, als würde genau diese Thematik jetzt nochmal passieren. Deswegen bin ich da echt noch skeptisch. Ich hoffe aber nur das Beste, weil die ersten Demos von The Division sahen wirklich grandios aus. Absolut. Ja. Wobei ich auch sagen musste, ich hatte ja, wenn wir gerade nochmal bei Watch Dogs das Beispiel nehmen, klar, die waren ziemlich gut gemacht, die Videos, die ersten, die man so gesehen hatte. Ich hatte dann die Gelegenheit, mir auf der Roleplaying Convention damals letztes Jahr so ein Vorführdemo mir anzuspielen. PlayStation war da vertreten, hat halt Watch Dogs vorgestellt. Und man muss sagen, also ich fand's von der Grafik her im fertigen Spiel dann natürlich noch ein bisschen schlimmer, also als auf der Demo-Version. Also die Demo-Version sah auch schon viel besser aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit das jetzt auf Division auch zu übertragen ist. Also muss man dann mal sehen. Wird noch niemand sagen können. Ja, aber wir können zurzeit nur von dem Stand ausgehen, der uns vorliegt. Und das sind eben diese beiden Screenies. Und naja, das wirkt nicht wirklich gut. Nicht wirklich, da hast du vollkommen recht. Ja. Also hoffen wir in dieser Hinsicht einfach mal das Beste. Genau. Gut, du hast eben eine schockierende Nachricht gehabt. Erzähl mal. Ja, und zwar der Projektdesigner von der Microsoft HoloLens, die ja vor kurzem, vorgestellt wurde, der ist tödlich verunglückt beim Autounfall. Und zwar scheint er, also laut dem Bericht, zumindest betrunken Auto gefahren zu sein. Das ist natürlich eine sehr schockierende Nachricht in dem Falle, weil wahrscheinlich wird er von dem Ruhm dann nachher nichts mehr haben, so gesehen.
Ja. Das ist wohl naheliegend. Richtig, Die Frage richtig. ist jetzt natürlich, ne, inwiefern wirkt sich das Ganze auf die Produktion der HoloLens aus? Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich ein größeres Team sein. Es wird für das Team sehr tragisch sein. Die werden wahrscheinlich auch erstmal alle geschockt sein. Ja, Ja. also ich weiß ja nicht, inwieweit die HoloLens schon fertig ist. Ich denke mal, dass sie jetzt noch mit Kinderkrankheiten kämpfen und letzte Sachen machen, weil die wollen die ja, glaube ich, Ende des Jahres, Anfang nächsten schon auf den Markt bringen. Ich denke mal so, dass es nicht gravierende Einschnitte geben wird dadurch, aber schade ist es auf jeden Fall dennoch, ja. Wer weiß, was der Mann noch hätte kreativ mitwirken können. Ja, schade, schade. Definitiv, ja. Naja gut, wünschen wir ihm und seiner Familie einfach das Beste an der Stelle. Würde ich auch mal so meinen. Und ja, die Welt dreht sich weiter, wie immer, wenn jemand von uns geht. Gut, Halo, neuer Matchmaking-Patch. Hast du schon ausprobiert? Nein, da ich erst seit 2 Stunden zu Hause bin, hab ich es dann noch nicht geschafft, mal Halo anzuschmeißen, das mal Was? zu testen. Was? Du hast das noch nicht ausprobiert? Nein, noch nicht, Schäm bin ich dich. ehrlich. Aber ich denke, das werden wir spätestens am Freitag, Samstagabend, Entschuldigung, beim Community-Zocken dann mal sehen, ne? Wie das Stimmt, so das funktioniert. Community-Zocken. Was hast du da eigentlich geplant? Du machst ja quasi so, also nimmst die Fäden in die Hand und leitest das alles. Geplant? Naja, ich mache es so wie bisher auch. Wir lassen mal alles auf uns zukommen, ne? Ich will ja nicht alles alleine entscheiden, oder soll ja schon die Community mitmachen, ne? Ich werde dann die Leute einladen entsprechend und dann werden wir gucken, was wir für einen Spielmodus spielen oder einfach mal random einfach irgendwas machen oder schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall nicht machen, ist, dass wir die Story spielen, weil die geht ja nur zu viert. Das wäre ja langweilig. Was ich dazu sagen kann, ich werde das Ganze diesmal streamen und auch versuchen, ein bisschen Professionalität da irgendwie reinzubringen. Also wir haben ja schon angefangen damit quasi jetzt mehr Videoinhalte anzubieten und wir möchten auch schauen, dass wir in Zukunft mehr irgendwie auf Streams machen und halt auch noch mehr Videoinhalte bringen. Und definitiv werdet ihr diesmal einen Stream dazu vorfinden, wo dann halt wirklich von Anfang bis Ende, ja, ihr da zuschauen könnt, sofern ihr dort nicht selbst teilnehmen könnt, möchtet, was auch immer. Also, ja, das wird, denke ich, eine ganz witzige Geschichte. Also zumindest beim letzten Mal war es sehr lustig, zusammen eigentlich zusammen zu zocken. Auch wenn das mit dem E-Drap jetzt nicht so wirklich funktioniert hatte. Aber okay, das war dann eine Fehlinformation unsererseits. Naja, aber ich denke mal, beim nächsten Mal Abend wird es viel, viel lustiger. Kommt vor. Ja. Nobody's perfect, wie heißt das so So sieht's schön? aus. Richtig, richtig. Aber ich hätte auch mal eine Frage an dich, Steven. Leg mal los. Was hältst du eigentlich von der aktuell umkreisenden DLC-Politik? Jetzt nicht nur speziell Evolve, sondern auch die ganzen anderen Spiele, die momentan rauskommen. Was die da für Klopper raushauen, wie beispielsweise bei Dead or Alive mit den ganzen Zusatzpaketen. Oder auch, ja gut, Evolve halt das Beispiel mit den Monstern und den kostenlosen Sachen. Wie siehst du das Ganze? Wie könnte sich das entwickeln? Also grundsätzlich sage ich, das dürfte auch kein großes Geheimnis sein, dass ich absolut gegen DLCs bin. Ja, es gab früher gab es etwas, das nannte sich Expansionspack. Da hast du 40 Euro bezahlt und hast dann quasi wirklich nochmal ein ganzes Spiel für das Spiel bekommen. Ja, da hast du ein bisschen weniger bezahlt, weil halt schon die Engine und so weiter stand und das Spiel einfach nur erweitert wurde. Heutzutage versuchen sie irgendwie jeden Scheiß in den DLC zu packen. Und das große Problem, was ich dabei sehe, ist ganz einfach, dass nicht jeder DLC die gleiche Qualität hat. Du hast auch als Konsument gar nicht mehr die Chance, da irgendwie hinterzublicken. Was bringt mir dieser DLC jetzt? Vor allem auch deswegen, weil es zu vielen DLCs irgendwie im Vorhinein gar keine Tests gibt. Also normalerweise läuft es ja so ab, dass halt Tester wie du und ich im Vorhinein diese ganzen Keys bekommen, das Ganze ausprobieren dürfen und dann auf dieser Basis zumindest schon mal irgendwie im großen, weiten Netz im Vorhinein sich Leute informieren können, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Und das passiert bei DLCs halt überhaupt nicht. Und das ist erstmal so die Grunddiskussion, die ich da, ich sag mal, sehr schlecht finde. Und das Zweite ist natürlich dieser schleichende Prozess, wie man Preise erhöht. Es gab ja damals die Diskussion,
dass eventuell Spiele mit Next-Gen irgendwie auf 80 Euro erhöht werden sollen. Ist aber nicht durchgekommen, weil es halt im Vorhinein so viel Kritik gab und jetzt machen sie es halt irgendwie auf die Art und Weise. Also, weiß nicht, mir gefällt diese ganze Politik nicht. Ich liebe Oldschool, Spiele auf Disc am besten komplett und wenn es dann Zusatzinhalte gibt, dann bitte als Expansionspack und zwar auch richtig groß, da bezahlst du einmal einen festen Betrag und es bleibt alles durchsichtiger. Ja, wie siehst du das? Also ich persönlich, ja. Also ich habe mich ehrlich gesagt, ich bin da glaube ich komplett anders wie du. Ich habe mich da mittlerweile mehr oder weniger mit abgefunden. Klar, ich kenne die Zeiten auch noch mit Expansion Packs. Ich habe mir die damals alle gekauft für Warcraft oder Command Conquer und wie sie alle heißen, die Spiele, wo es dann noch die ganzen tollen Add-ons gab. Ja, aber heutzutage entwickelt sich das leider halt tatsächlich in die Richtung, dass man halt ein Spiel rausbringt, teilweise Inhalte rausschneidet, die dann halt zusätzlich noch verkauft, um eben halt, wie du schon sagtest, zusätzliche Gewinn zu machen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, für Leute, die sich leisten können und auch Spaß an dem Spiel haben, warum nicht? Ich glaube, die interessiert das dann wahrscheinlich eh weniger. Andererseits ist halt auch fraglich, ob die Qualität dann aber auch stimmt von den DLCs. Das habe ich mich jetzt an Sunset Overdrive beispielsweise gesehen. Wie du schon sagtest, man hat halt nicht die Möglichkeit zu testen. Ich war also blauäugig, ich habe mir einfach mal den Season Pass gekauft. Ist ja auch so eine Variante davon. Entweder DLCs einzeln kaufen oder halt direkt im Verbund schon mal vorsichtshalber mal kaufen. Und das erste Add-on, was da rauskam, ich kann mir den Namen auch gar nicht merken, was das war mit dieser komischen Bohrinsel. Das waren dann 5 Missionen, eine halbe Stunde Spielzeit und dann war durch. Und dafür habe ich dann im Prinzip 20 Euro bezahlt. Das fand ich dann schon ein bisschen heftig. Also wenn das dann so wirklich weitergeht in diese Richtung, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich mich wahrscheinlich mit dem Grundspiel beschäftigen und dann war es das dann auch für mich. Ja. Also, das ist sowieso eine Philosophie, die ich jetzt schon länger irgendwie trage, dass was jetzt halt sich auch so ein bisschen rauskristallisiert ist, viele enthalten absichtlich Inhalte, um die noch als DLC raushauen zu können, um halt doch am Ende irgendwie diesen Verkaufspreis von 80 Euro pro Stück ungefähr zu erreichen. Manche bezahlen dann zwar nur 70 Euro, andere bezahlen aber irgendwie 90 und so und irgendwo ergibt sich dann wahrscheinlich in der Mitte diese Preiserhöhung von ungefähr 10 Euro. Ich denke, ja. Um nichts anderes geht es bei dieser ganzen Geschichte und ja, wir alle baden das irgendwie aus. Ich meine, das beste Beispiel wäre ja Destiny. Ne? Wie viele Diskussionen gab es da mit den herausgeschnittenen Inhalten? Ne? Und da ist es ja wirklich krass anmerkbar, dass die Inhalte tatsächlich rausgeschnitten wurden. Wobei ich ja sagen muss, ja. Ja, ich weiß, das ist ein, ne? Destiny, ist ein gutes da können Thema wir, bei dir. Da können wir ein riesiges Thema aufmachen. Ich bin immer noch der Ansicht, dass Destiny mehr Spielzeit wie jedes Spiel, andere Spiel da draußen bisher auf Next gemietet hat. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also was den Inhalt angeht, auch wenn er erst im Nachhinein reinkommt, ist das bisher ungeschlagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist kein Thema. Ja. Aber die Politik, die dahinter steckt, die finde ich unverschämt. Das stimmt. Natürlich. Da habe ich mich auch drüber geärgert, aber ja. So ist das in der Spielebranche und es wird mit Sicherheit auch noch schlimmer werden. Einiges wurde ja glücklicherweise verhindert. Ja. Wobei dann der Ansatz von Dead or Alive auch wieder interessant ist, man sagt, okay, du kannst dir das vollständige Spiel kaufen oder du holst dir für einen Zehner die abgespeckte Version und kannst den Rest nachkaufen. Ist auch eine Möglichkeit, finde ich. Ja gut, aber das hat ja nicht Dead or Alive eingeführt, das hat doch, glaube ich, Microsoft mit Killer Instinct eingeführt, da war es auch so. Ja, es war jetzt nur ein Beispiel. Okay. Aber ja, grundsätzlich, wobei du bei Killer Instinct kannst du es komplett kostenlos spielen, du brauchst keinen Obolus bezahlen, um das überhaupt erstmal anfangen zu können zu spielen. Das ist wieder ein kleiner Unterschied. Ach so, bei Dead or Alive musst du ja tatsächlich erstmal mindestens 10 Euro zahlen, damit du es spielen kannst. Ja gut, das ist dann einfach der Unterschied. Microsoft verdient natürlich schon durch Gold und ich denke mal, in der Hinsicht finanzieren sich das, die sich das dann irgendwie. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Microsoft das auch einfach egal ist. Vermutlich. Was das betrifft. Weil ja. Ich glaube, die schwimmen sowieso in Knete ohne Ende und da kann man auch mal den Spielern ein Gimmick mitgeben, sag ich mal. Ja, wieso nicht? Eben. Ja. Wo wir auch schon wieder bei den nächsten Gimmicks sind, nämlich die Games with Gold. Was hältst du eigentlich aktuell von dem Programm? Also, ja, super. Also diesen Monat hat wohl kaum jemand einen Grund, sich zu beschweren. Ich habe ja schon gestern, glaube ich, habe ich ein Netz angezockt veröffentlicht zu Rayman. Also ich hatte das Spiel ja damals schon und also super.
ist echt ein tolles Spiel und für Lau quasi, das, ja, kann man sich nicht beschweren. Ja, also ich bin die Tage mal durch den Mediamarkt geschlendert. Ich gucke da immer mal ganz gerne mal, also ich vergleiche gerne mal die Digitalpreise mit den Retailpreisen und habe da tatsächlich Rayman noch stehen sehen für 49 Euro. Eben, ja. Und das jetzt mal eben komplett kostenlos. Okay, ist jetzt kein AAA in dem Sinne wie Rise oder ein Forza, was man sich so gerne wünscht. Es ist halt ein Aber Low-Budget-Titel von einem großen Entwickler. Und in der Hinsicht, es hat dieselbe Produktionslinie wie ein AAA, nur halt nicht das Budget für einen 100-Mann-Team, sondern das ist dann wahrscheinlich irgendwie bei 15, 20 Mann entstanden. Also. richtig, richtig. Aber trotzdem ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, das ist ja im Prinzip Richtig. das, was sich die Leute wünschen. Genau. Auch wenn der Titel an sich jetzt nicht vielleicht unbedingt jeden anspricht, aber für umsonst macht er auf jeden Fall Hölle Spaß. Ja. Es ist besser wie die ganzen Indie-Titel, wie du schon sagst. Und wenn so dieses Niveau von Worms Battlegrounds, Rayman und so gehalten wird, dann ist das, denke ich, etwas, worüber wir uns alle freuen. Ja, auf jeden Fall. Richtig, und dann bin ich auch mal auf den nächsten Monat gespannt, wo dann halt im April dann die doppelte Anzahl an Spielen zur Verfügung gestellt wird. Da bin ich auch mal gespannt, welche Titelauswahl Microsoft dort diesmal treffen wird. Genau. Vielleicht gibt es dann ja tatsächlich mal endlich mal einen Launch-Titel für umsonst. Würde ich mich freuen, definitiv. Das hat selbst Sony auch noch nicht gemacht. Also von daher bin ich gespannt, wer da quasi den ersten Schritt wagt, weil damit lockt man dann quasi ja wieder die Gegenseite aus der Deckung. Da müssen die anderen nämlich auch liefern. Also von daher schauen wir mal. Das wird auch noch sehr spannend. Definitiv, ja. So, dann nächstes Thema und wir müssen mal gucken, dass wir uns jetzt ein bisschen kürzer halten. Wir haben nämlich schon 21 Minuten. Die Zeit vergeht wie am Flug. Aber so ein paar Dinge würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar Metal Gear Solid The Phantom Pain hat ein Release-Datum. Freust du dich auf den Titel? Nein. Nein, wieso? Nein, definitiv nein. Ganz ehrlich. Ich habe das ja auch als so ein bisschen mitgekriegt mit der Metal Gear-Reihe von PlayStation 1, PlayStation 1, vom ersten Teil wollte ich sagen, Entschuldigung. Mich hat das Spiel nie abgeholt. Das Spielstil gefällt mir nicht, das Thema gefällt mir nicht. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Ist nicht mein Ding, ganz ehrlich. Von daher wird der neue Metal Gear-Teil auch einfach völlig an mir vorbeigehen. Also Ganz bei mir war ehrlich. es immer so, ich bin jetzt auch nie der große Metal Gear Solid Fan gewesen, aber ich habe immer mal ganz gerne da reingeschaut und ich finde das grundsätzliche Prinzip schon ziemlich cool von dem Spiel. Und das Gute, was ich an dem neuen Titel jetzt sehe, ist, dass du da quasi eine offene Welt hast und damit mit Snake Solid da durchgehst und ja, quasi so ein bisschen GTA-mäßig da selbst irgendwie interagieren kannst. Natürlich wissen wir noch nicht, wie großartig man da wirklich dann sich frei bewegen kann, aber ich sag mal so, erste Videos und erste Versprechungen machen da wirklich Hoffnung auf viel. Und ich denke schon, dass sich da einige drauf freuen und mir auch, also mir mich eingeschlossen, mir auch. Das ist schon klar. Aber versprechen kann man halt auch viel, ne? Wie man auch anderen Publishern und Entwicklern halt gesehen Richtig. hat. Ne? Für Und mich sieht das eigentlich nur so aus, als ob sie jetzt auch mal eben so auf den Open-World-Zug mit aufspringen wollen. Ich meine, welches Spiel kommt heutzutage nicht mal mit Open World raus? Es sei denn, es ist ein striktes Jump'n'Run-Plattformer-Game oder so. Also die Anzahl an Open-World-Games ist doch schon drastisch gestiegen in den letzten Jahren. das stimmt, das ist ein Trend. Muss man natürlich auch. Können wir irgendwann auch nochmal diskutieren, ob das ein guter Trend oder ein schlechter Trend ist. Aber das machen wir lieber in einer anderen Folge, ansonsten Sprengt das den Rahmen? sprengt das den Rahmen. Ich meine, wir haben sowieso noch, wenn ich mir das hier angucke, wir könnten noch 10.000 Dinge besprechen. Also unglaublich. Richtig, richtig. Aber irgendwann muss man dann auch aufhören. Eine Sache allerdings noch, ja, weil das ist Bitte. noch von gestern gewesen. Mad Max, hast du den Titel auf der Liste gehabt oder lässt sich das auch kalt? Ganz ehrlich, das ist ein Titel, wo ich nicht weiß, was da Sache ist. Ich kann mir nichts vorstellen, wie man diesen Film oder die Marke in einem Videospiel umsetzen soll. Wird es mehr so ein Autorennen? Wird es sowas ich komme gerade nicht auf den Namen, so eine Art Borderlands? Da gab es ja mal so einen Titel.
Ich weiß es auch nicht. Also, was ich dazu sagen kann, ich weiß auch noch nicht so viel darüber. Es soll aber angeblich auch ein Open-World-Titel sein. Und es ist ja Ach, von ich den. weiß es wieder. Rage war das Spiel, was Ach ich so, meinte. okay. Ja. Es Aber ob das halt sowas in die Richtung geht. Ich meine, die alten Filme, die kenne ich ja. Fand ich damals ziemlich cool. Ich werde mir auch wahrscheinlich den neuen Kinofilm, aber wie gesagt, zum Spiel, ich kann mir da einfach noch nichts drunter vorstellen. Okay. Ja, ich habe bisher nur gehört, dass es ein Open-World-Titel ist. Es ist ja von den Joss-Chaus-Machern. Bedeutet, ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen abgedreht wird und dass du auch wieder fleißig rumballern kannst. Rage ist vielleicht gar kein schlechter Vergleich, also wenn ich so drüber nachdenke. Aber letztendlich werden wir wohl abwarten müssen, bis uns die Entwickler mal so eine richtige Spielszene zeigen. Irgendwie so 30 Minuten Gameplay. So spielt sich das Ganze. Weil das gab es bisher, glaube ich, überhaupt noch gar nicht. Zumindest habe ich da nichts auf dem Schirm. Das ist vollkommen richtig. Es gibt ja immer nur diese Teaser-Trailer, die eher so nach CGI-Trailern aussehen. Genau, richtig. Ja. Gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Ganze mal. Also, es macht echt Spaß, das hier so ein bisschen zu diskutieren, finde ich. Absolut, ja. Und ich hoffe, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht. Noch so ein paar Dinge möchte ich hier mit auf den Weg geben. Und zwar, wie ges anfänglich gesagt, möchten wir das Ganze jetzt gerne regelmäßig machen. Uns interessiert natürlich eure Meinung dazu. Was können wir besser machen? Ist das Format cool? Wollt ihr das überhaupt weiterhaben? Lohnt sich die Arbeit? Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wir möchten das in den nächsten Wochen so machen, dass wir öfters mal jemanden von euch dazu holen. Ja, bedeutet hier so ein Dreier- oder sogar Vierer-Gespräch machen und ihr euch quasi auch mit eurer Ma Meinung einbringt und wir hier immer mal so kleine Zockerabende machen, wo wir einfach mal so gepflegt über Videospiele reden. Ohne Tabus. Bietet sich, wie gesagt, Samstag an. Ich meine, die Party ist zwar begrenzt, aber wer dabei ist, der wird seinen Spaß, denke ich, haben. Ja gut, das sind ja wieder Gaming-Sachen, aber ich meine so in diesem Podcast innerhalb, ne, dass da auch noch andere dazukommen, darum ging es mir gerade. Nee, das ist vollkommen richtig, aber du sprachst gerade den Zockerabend an und das ist halt auch eine gemütliche Runde, wo man über solche Sachen auch mal sprechen kann. So ist es ja nicht. Echt, hat man das so verstanden? Das meinte ich damit zwar nicht, aber. Kam bei mir jetzt persönlich so rüber, aber ich biete es den Leuten trotzdem mal gerne an. Genau, ja, der sollte natürlich auch teilnehmen, aber mir ging es jetzt gerade hier um diesen Podcast. Und dass die Leute da natürlich auch gerne dran teilnehmen können. Weil wie immer heißt es bei Xbox-One.de, dass jeder teilnehmen kann. Ach ja, man kann jetzt übrigens auch seine eigenen News veröffentlichen. Da könnte man vielleicht doch nochmal drüber reden. Was sagst du dazu? Ich finde es eine gute Sache, dass die Leute sich einbringen können, solange da nicht, wie schon vielen Usern befürchtet, dass da irgendwie ein Blödsinn bei rumkommt, aber ich meine, da haben wir ja eine akribische Sicherheitsbeschränkung, sage ich mal, die das dann ein wenig Richtig. revidiert dann. Also, ne, immer schön News posten. Ihr könnt uns unterstützen und wir finden das vor allem total cool, weil da kamen jetzt schon wirklich einige Themen, die hätte ich niemals gepostet, du wahrscheinlich auch nie. Wahrscheinlich Also, nicht, nein. genial, ne? Ihr seid da viel kreativer wie wir. Wir sind da schon so ein bisschen festgefahren in dieser ganzen Szene, die irgendwie immer so einer Schiene folgt. Naja, Genau. gut. Okay. Und Ziel ist es ja nämlich mal ein bisschen mehr auf die Community einzugehen. Von daher ist das perfekt, wenn dann die Leute sich ja noch mehr einbringen können. Richtig, weil das ist mir sowieso sehr wichtig. Xbox-One.de soll so werden, wie ihr euch das wünscht. Von daher immer mit der Kritik hierher und Vorschläge. Wir versuchen das umzusetzen, so gut es geht. Gut, dann war's das. Ich danke dir, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. War Ich danke wirklich dir auch, Steven. sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, wie oft wollen wir das jetzt machen? Jede Woche? Alle 2 Wochen? Da wir gerade festgestellt haben, dass wir einen sehr großen Diskussionsbedarf haben, können wir das gerne wöchentlich machen. Sehr gut, da bin ich absolut bei dir und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vollkommen richtig. Okay, ich Spätestens. sag bye bye. Ciao.